uns hier vor Ort passiert ist oder wie gekommen ist mit dem Quecksilber, die würden langzeitige Verschmutzung vom Wasser. Von der Luft, 78% Stickstoff, 21% Sauerstoff. Ja, das, ja, komm, try it. Wir haben Phosphorsäure eingefügt. Es sind 5 Böste, 5 Ateliers zum Thema Umwelt, genauer gesagt natürliche Ressourcen. Also wir haben Böste zum Thema Luft, Wasser und Boden, Altlasten. Experimente, die Schüler selber können ausprobieren können, selber testen, wann haben wir eine gute Luft, zum Beispiel Qualität, wann haben wir ein Problem mit Wasser, Luft oder Boden, und dann auch selber können ein bisschen darüber nachdenken, also diskutieren, was können wir vielleicht auch dagegen machen. Mir scheint es relativ wichtig, dass die Schüler schon auch jung schon damit, also sich das dem bewusst werden, dass jeder von ihren Alltagshandlungen, gerade im Bereich Wasser, ob man jetzt hier ein Shampoo braucht oder ein Seife oder ein Putzmittel oder ein Kochabfall mitspült oder wie auch immer, dass das einen Einfluss hat auf, nicht nur auf die Umwelt, sondern eben auch direkt auf unsere eigene Gesundheit und ihre Gesundheit. Das meiste ist mir schon bekannt gewesen, weil ich mich eigentlich dafür interessiere, für die Umwelt und für die Gesundheit. Aber sonst ist eigentlich schon noch neu gewesen. So mit der Verschmutzung und dass es auch wirklich so extrem ist, weil man tut es meistens immer so ein bisschen, ja, man sieht es immer so als weniger schlimmer, was wirklich ist. Und die Zahlen, die man da sieht, haben es dann gleich bestätigt, dass es doch nicht so harmlos ist, wie es immer scheint. Also Recycling, Abfalltrennung gehört dazu. Schauen, dass man nicht alles direkt einfach auf den Boden kriegt. Wenn man mal ein Stock ins Bier geht, dass man die Flaschen und die Wichser mal wieder mitnimmt, das ist ja irgendwie logisch für mich jetzt. Aber ich finde es halt wichtig, dass man das auch anderen Leuten weitergibt. Jetzt ganz unterisch, macht ihr das immer so, wenn ihr es selten machen? Immer nicht geht, aber ich schaue immer darauf schauen. Mittlerweile, also seit etwa 3 oder 4 Jahren, gebe ich mir meine Sieger nicht mehr auf den Boden zu kriegen, sondern einfach in den nächsten Abfall zu gehen. Und so. Ja.